Nun scheint es klar zu sein, Untersuchungen des Instituts für Fotogrammetrie an der Uni Graz haben ergeben, dass das umstrittene zweite Tor für Parma gegen Sturm im letzten UEFA-Cup-Spiel in Graz doch ein reguläres Tor gewesen war. Schiedsrichter und Assistent waren zwar lange unschlüssig, ihre Gefühlsentscheidung aber richtig. Denn der Ball hat in den Händen von Pepe Schickelgruber die Torlinie überschritten, sogar ganz deutlich, wie die Berechnungen ergeben. Mittels Analyse des digitalisierten Bildes wurde die Richtung des Balls aus der Kameraperspektive berechnet, diese mit der Schattenebene zum Schnitt gebracht und so die Position des Balls exakt bestimmt. Aufgrund unserer Rekonstruktion ergab sich, dass der Ball im Moment des Auffanges durch den Tormann etwa 10 cm hinter der Torlinie lag und aufgrund der Unsicherheiten, die sich bei unseren Messungen und Berechnungen ergaben, die in etwa bei 2 cm liegen, ist diese Aussage eindeutig. Das heißt, der Linienrichter hat zu Recht auf Tor entschieden. Hätte sich aber wohl nie träumen lassen, dass der Ball sogar 10 cm hinter der Linie war. Was nun wahrscheinlich Pepe Schickelgruber einige schlaflose Nächte bereiten dürfte.